Ja, hi. Heute sind wir auf dem Wildnisgrundstück von Micha und Micha wartet schon in dem Tipi da hinter mir. Und da gehen wir jetzt gleich rein und ich habe für Micha ein paar Fragen und wir werden in Austausch kommen. Und ja, bis gleich. Ja, ich sitze jetzt hier mit dem Micha in seinem Tipi auf seinem Wildnisgrundstück. Und der Micha ist für mich eine sehr inspirierende Persönlichkeit. Unsere Wege haben sich vor 2 Jahren gekreuzt beim Yoga Summer Camp oder über das Yoga Summer Camp, das bei Yoga Vidya stattfindet. Damals warst du noch in der Leitung und ich war so ein bisschen für Social Media zuständig. Und dann im 2. Jahr haben wir dann zusammen die Orga gemacht mit der Wiebke, haben uns bewusst ja dagegen entschieden, Leitung zu sein und für Orga. Und ja, der Micha ist eine Person, wenn ich den Micha besuchen gehe und Leute mich fragen, wo ich hinfahre, dann sage ich meistens, ich fahre zu meinem Lehrer. Und ja, genug Gebabbel von mir. Micha, erzähl doch mal, was so dein Wirken, dein Sein ist, was dich ausmacht. Ja, zunächst bin ich dir sehr dankbar, jetzt mit dir hier sitzen zu können und bin auch ebenfalls sehr dankbar, dass wir uns kennenlernen durften und ich auch ganz viel von dir lernen durfte. Ich selber, ja, ich sag immer, ich praktiziere eine schamanische Lebenseinstellung und wir sind jetzt gerade hier auf dem Dornenreich, dem Wildnis, Abenteuer und Begegnungsgrundstück, welches ich im letzten Sommer, ja, ich möchte fast sagen, geschenkt bekommen habe. Ich bezahle 10 Honiggläser im Jahr für dieses Grundstück. Also alles andere als Geschenk wäre dann falsch ausgedrückt. Und auf diesem Grundstück darf ich mich ein bisschen verwirklichen. Das ist wundervoll. Das ist ein einfaches Leben. Ich mache hier Schwitzhütten. Ich mache hier aber auch viele andere Begegnungen. Hier haben von Frauenkreise stattgefunden, auch Männerkreise und dergleichen. Und ich bin eigentlich ursprünglich gelernter Maurer. Ich habe viele Ausbildungen gemacht. Eine Zeit lang war ich Workaholic. Das hat auch viele praktische Seiten, dass ich jetzt ganz viele Qualifikationen und Ausbildungen habe. Das macht es mir in meinem Leben manchmal einfacher. Ja, und so bin ich quasi in meinem Leben doch äußerst vielseitig unterwegs. Manchmal, ja. Ich bin vielseitig berufstätig, würde ich auch sagen. Das bringt es am ehesten auf den Punkt, auch wenn sich keiner was darunter vorstellen kann. Ja, aber das ist für mich, ja, ich lebe. Was ich bei dir ganz inspirierend finde und ganz spannend auch, du hast ja ganz viele Ausbildungen im schamanischen Bereich gemacht und ich habe dich noch nie sagen hören, du bist Schamane. Mhm. So, aber, ja, ich stelle die Frage nochmal. Was ich bei dir ganz inspirierend finde, ist, du hast ja ganz viele Ausbildungen und Weiterbildungen auch gemacht im Bereich schamanische Techniken und so. Und ich habe dich noch nie sagen hören, du bist Schamane. Trotzdem sagst du aber, dass du Schamanismus praktizierst und so weit gehst und sagst, du lebst Schamanismus. Was bedeutet denn Schamanismus für dich? Das ist eine sehr spannende Frage, die ich auch nicht immer ganz klar beantworten kann. Für mich bedeutet es einfach, der Begriff Schamane ist für mich ein ziemlich verklärender Begriff geworden, gerade hier in unseren westlichen Welten. Für manche ist das was ganz Großes, was ganz Bedeutendes und für andere ist es tatsächlich eher was Abschreckendes. Und ich finde, gerade mit Begriffen, da können wir sehr große Gräben bauen und deswegen verwende ich den eigentlich nicht. Ich praktiziere das für mich, das heißt, das Wichtigste ist für mich, ist, wir kommen irgendwo her und wir gehen irgendwo hin. So, es gibt etwas vor der Geburt und es gibt etwas nach dem Tod. Und es reicht, wenn wir uns dessen bewusst sind. So, und dass ich etwas habe, das mir Halt gibt, sicher in dem dazwischen gerade zu sein, in dem wir gerade sind, das ist für mich persönlich ja, die schamanische Lebenseinstellung, das schamanische Spüren, das Wahrnehmen, das Verbundensein mit der Natur, sodass vor allem auch ich mich als Teil der Natur erlebe und wahrnehme und wirklich spüre. Das ist für mich das Leben einer schamanischen Weltanschauung. Und für manche Leute, die bezeichnen mich als Schamanen, so, dann ist das vielleicht das Richtige. Und andere sehen in mir einfach den Micha. Dann ist das vielleicht das Richtige. Schön.
Ja, und was ich auch super spannend finde, ist, ich kenne dich eigentlich hauptsächlich in der Anwesenheit von Kindern. Und wenn keine Kinder da sind, wie zum Beispiel bei unserem Summercamp-Vortreffen, dann geht es meistens um das Thema Pädagogik. Du hast ja auch einen kleinen Sohn. Ja, und ich finde es super faszinierend, wie du dieses Tätigsein mit dieser Pädagogik und auch in deinem sonstigen Sein und deinem Leben irgendwie verbindest. Und was ist so deine Beziehung zur Pädagogik? Das ist eine spannende Frage. Ich greife zunächst das mit den Kindern auf. Und ich finde, eine der wichtigsten Aufgaben, die wir in unserem Menschendasein haben, ist, die Wesen zu begleiten, die hier in diese Welt kommen. Und ihnen einfach einen Halt zu geben und eben einfach auch an unserer Freude teilhaben zu lassen. So das Leben genießen zu können und das mit Kindern zu leben und einfach zu sagen, ey, es ist so genial, am Leben zu sein. Es ist so genial, das Leben zu spüren. Und das mit Kindern zu teilen, ist eine wichtige Aufgabe, die ich von Herzen gerne annehme. So, und auch das anzunehmen, selbst wenn wir mal in Phasen stecken, wo wir selber Unsicherheiten haben oder dergleichen, zu sagen, hey, da bin ich halt unsicher, aber das Leben ist trotzdem das Leben und es ist trotzdem schön. Und das mit Kindern zu leben, ist was Tolles. Und Pädagogik, oder ich weite es nochmal aus auf soziale Arbeit, es gibt so einen sozialarbeiterischen Grundsatz. Alle Sozialarbeiter werden jetzt vielleicht schmunzeln und Sozialarbeiterinnen. Es ist einfach Hilfe zur Selbsthilfe. So, und das ist für mich so wunderbar vereinbar, auch mit meiner schamanischen Weltsicht, nicht den Menschen zu erklären, wie die Welt funktioniert, nicht den Menschen zu sagen, so und so ist es übrigens, sondern mich für die Menschen zu interessieren, ihnen zuzuhören und einfach sie dabei zu begleiten, ihre eigenen Antworten zu finden, sie eben nicht zu vermitteln. Und das ist für mich auch Pädagogik. Und das Pädagogik heißt nicht, wie vermittle ich jemandem irgendetwas, sondern eigentlich eher, wie interessiere ich mich wirklich für jemanden, ohne ihn beeinflussen zu wollen, ohne ihn meine Überzeugungen aus meinem Leben vermitteln zu wollen, sondern mich einfach, ja, auch neugierig zu sein, mich für die Menschen zu interessieren. Und das ist für mich Pädagogik und das ist, ja, für mich meine gelebte soziale Arbeit im schamanischen Kontext. Schön. Schön. Toll. Du hast ja auch vorhin das Thema Schwitzhütten angesprochen. Und Schwitzhütten ist für mich persönlich auch ein sehr krasses Thema. Da gibt es auch noch ein Video drüber. Und du hast quasi die Schwitzhütte in der Praxis in mein Leben gebracht. So, und da bin ich dir auch noch sehr dankbar für. erzähl mal was über deine Art, Schwitzhütten zu praktizieren und wie Schwitzhütten in dein Leben gekommen sind und was Schwitzhütte für dich bedeutet, diese Zeremonie. Das passt zu dem Thema Kinder, weil ich habe zunächst Kinderschwitzhütten kennengelernt und über die Abenteuerfirma, da bin ich total dankbar, dass ich da Schwitzhütten erst erleben durfte, wie sie mit Kindern praktiziert wurden. Da hatte ich auch meine schamanischen Ausbildungen schon und habe gemerkt, boah, das ist ja super. Ich habe tatsächlich in meinen schamanischen Ausbildungen wenig mit Schwitzhüttenarbeit gemacht. Und die dann einfach darüber kennenzulernen, war ein Geschenk. Und dann gab es eine tiefe Krise in meinem Leben. Ich bin großer Freund von tiefen Krisen im Leben, weil das ist so, bessere Wachstumschancen können wir nicht kriegen. Und da habe ich die Schwitzhüttenarbeit kennengelernt. Und die haben mir dadurch geholfen. Die haben mir so viel Kraft gegeben, die haben mich so viel spüren lassen, was ich vorher... was auf jeden Fall vorher schon da war, was ich aber nicht wahrgenommen habe. Und Schwitzhütten haben ein unglaublich kraftvolles Potenzial, dich die Dinge begreifen zu lassen, die immer da waren. Die haben so ein starkes Potenzial, dir den Halt aufzuzeigen, der immer da ist. Mutter Erde, die immer da ist, in die dich immer fällt. Immer wenn du fällst, ist da der Boden. Da ist Mutter Erde. Die ist da und die trägt dich in jedem Falle. Die nimmt deine Tränen, die nimmt deine Freude, die nimmt das alles und sie gibt dir alles fünffach zurück und lässt dich das Leben spüren. Und das alles so komprimiert ist für mich in der Schwitzhütte spürbar. Weil wir Dinge spüren können, weil wir sie nicht mit dem Verstand begreifen, sondern weil wir sie erleben dürfen. Schön. Spannend. Ja, und ich tatsächlich, wenn ich dich erlebe, erlebe ich dich meistens irgendwie im Tätigsein. Also du bist... Ich würde jetzt das Wort rastlos sagen manchmal. Also du wirkst sehr viel auch so, wie du lebst. So.
Ja, erzähl mal, was so wieso dein Alltag aussieht. Ich bin tatsächlich jemand, der gerne macht. Und es war früher für mich ein Thema, weil ich viel gemacht habe aus dem Kopf heraus und nicht aus dem Herzen heraus. Mhm. Und was sich bei mir verändert hat, ist, dass die Energie aus dem Herzen kommt. Und ich vergleiche es so ähnlich. Ich habe ja selber Bienen und die Arbeit mit den Bienen ist für mich eine sehr prägende. Und die Bienen sind emsig. Den ganzen Tag. Bzzm, 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 bzzm. Und auch in der Nacht. Bzzz. Da ist also viel los, die ganze Zeit. Und die Bienen denken einfach nicht darüber nach. Natürlich denke ich auch manchmal, okay, so eine Biene lebt auch nur 6 Wochen, aber der Bienen als solches, die Einheit, die lebt sehr lange. Und wenn ich die Bienen als einzelne Zellen sehe und dergleichen, ist der Bienen immer aktiv. Und unser Unterbewusstsein ist auch immer aktiv. Und ich glaube tatsächlich, dass Energieverlust durch falsche Kompromisse kommt und nicht durch, durch zu viel machen. Nur vielleicht durch zu falsches Machen, es anderen recht machen wollen und dergleichen, das zieht Energie. Aber aktiv zu sein, ist wundervoll. Das ist Arbeit, das ist Erfüllung, das ist einfach, ja, ich mache meinen Teil, den ich hier machen darf. Ich bin am Leben, deswegen darf ich gestalten. Schön, das ist ja auch quasi im Karma-Yoga so ein bisschen die Sicht, in diesem Seva, sich den Dingen herzugeben. Ist tatsächlich auch in der Bhagavad Gita einer der Schlüsselsätze, ist dieses... wenn das Handeln im Nichthandeln zum Nichthandeln im Handeln wird, was so ein bisschen dieses beschreibt, Dinge zu tun aus der Freude heraus, es zu tun und nicht unbedingt um ein Ziel zu erreichen, so aus dem Kopf. Total inspirierend. Was ich auch total spannend finde, was für mich so sehr dieses Thema der Fehlbarkeit so gezeigt und auch gelernt, wie gehe ich mit Fehlern um, so. Wir haben ja auch gerade hier technische Probleme, deswegen machen wir die ganze Zeit so komische Cuts. Und ich finde das so schön, deine Ansicht so über Fehler. Magst du da uns ein bisschen was teilen? Ich Bing, da geht's mal rein bei mir. Bing, ich hätte das Handy vorher ausmachen können, aber so ist unser Leben. Ja, also ich finde es wichtig, dass wir Fehler machen und dass wir uns auch unperfekt zeigen und dass wir nicht so tun, als hätten wir keine Krisen, als hätten wir keine inneren Themen, die uns bewegen, als hätten wir niemals Angst oder dergleichen. Die Frage ist eher, wie gehen wir damit um? Und ich habe viele Lehrer gehabt früher, von denen ich dachte, boah, der ist so großartig, der hat das so drauf und der hat das ist so super, so, ne, und das war so ein Vorbild und manchmal wurde ich dadurch ein bisschen blind. So, und habe dann irgendwann später erst gemerkt, als ich dann mal eine längere Autofahrt hatte mit den Menschen zusammen oder so und dann von deren privaten Umfeld was mitbekommen habe. Wir wollen essen mit den Kindern. Oh, hey, wir werden gerade eingeladen zum Essen. Wunderbar, mein Sohnemann. Ja, genau. Magst du auch kurz Hallo sagen? Nein. Ja. Naja. Wir kommen gleich, ist das okay? Sofort bei dir. Schön. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Ach ja, wir waren beim Thema Unperfektheit. Fehler, genau. Unperfektheit, das Leben. Und dann kommt es nämlich auch irgendwann wieder. Man macht Fehler und dann ist man kurz da drin und dann kommt es auf jeden Fall wieder. Nein. Also ich denke, es ist tatsächlich wichtig, dass wir uns einfach unperfekt zeigen und einfach dadurch nicht diese Guru-Bilder in dem zu sehr aufbauen, in dem Sinne, dass wir uns dann nur noch daran orientieren, sondern dass wir uns einfach selber finden können. Für mich war es ganz wichtig zu merken, dass meine Lehrer Menschen sind, dass sie fehlerhaft sind, dass sie sich mit ihren Lebenspartner, Partnerinnen streiten und auch manchmal in Konflikten verzweifeln und nicht glücklich sind. So, und das auch für mich einfach anzunehmen, war einfach genau das, was mich letztendlich hat, mich mit fast allen Themen versöhnen lassen. Schön. Versöhnung. Ja, und Feuer ist ja in deinem Leben auch ein richtig großes Thema. Magst du uns da ein bisschen was erzählen? Also lange Zeit war Feuer mein Lebensinhalt. Ich habe Feuershows und Feuertheater gemacht und habe eine große Firma mit aufbauen dürfen, gründen können und tatsächlich auch davon viele Jahre hauptberuflich leben können. Das war für mich natürlich eine spannende Sache und ist es auch immer noch. Es hat mir auch viele Wirrnisse aufgezeigt unserer wirtschaftlichen Welt,
wo ich auf einmal aus der Gruppe heraus der Impuls kam, boah, wir können nicht mehr so lange diskutieren, Micha, du musst jetzt mal ein bisschen Chef sein. Und ich dann auch versucht habe, Führungsfortbildungen zu machen, führen mit Professionalität und Menschlichkeit und dergleichen und da mit so viel Feuer reingegangen bin, auch um das irgendwie noch hinzukriegen, dass ich aber am letzten Ende nur noch sagen konnte, okay, ich steige jetzt aus. Ich habe die Wahl, meine Freunde zu behalten oder ja, ein erfolgreiches Unternehmen zu haben. Und ich habe mich für meine Freunde entschieden. Das Feuer brennt weiter. Ich freue mich noch mehr, dass auch meine Firma, die ich gegründet habe, weitergelebt wird und das Feuer weitergetragen wird. Und ich freue mich sehr, dass ich auch für mich einen anderen Lebensinhalt finden durfte noch oder vielmehr die Ganzheit kennenlernen durfte, was es bedeutet. Und auch da wieder mein Feuer mit mir zu tragen. Mit meinem Feuer ist auch meine Energie. Manchmal rede ich ein bisschen schnell, manchmal bin ich ein bisschen lebendig. Das ist alles Feuer. Ich habe eine Feuerenergie in mir. Und mich mit dem Feuer verbunden fühlen, Feuer anfassen können, im wahrsten Sinne des Wortes. So, und auch sozusagen mein inneres Feuer erwecken zu können, um mit äußerem Feuer besser umzugehen zu können und dergleichen. Ja, das sind Aspekte, die ich noch kennenlernen durfte und ja, und auch immer wieder vom Feuer und mehr vom Feuer lernen kann und die transformative Kraft des Feuers spüren kann. Und ja, Feuer ist mein Element. Ja, dann bevor die armen Kinder hungern müssen, genau. Hast du noch irgendwas, was du uns mitteilen möchtest, mit auf den Weg geben möchtest? Ja. Es ist wundervoll, am Leben zu sein. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und es ist schön, wenn wir uns gegenseitig daran erinnern und auch immer wieder miteinander wachsen und voneinander lernen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache. Oh, jetzt ruft der Sohnemann. Ja. Dann ganz schnell. Wenn es dir gefallen hat, lass doch einen Daumen oben da. Abonnier gerne den Kanal. Schreib in die Kommentare, was dich inspiriert hat. Feedback. Wenn du dich mehr für Michas Arbeit interessierst und mehr erfahren möchtest, dann schau mal bei Creamondo nach. Ich verlinke dich auch unten in der Infobox. Und wir wünschen dir einen wundervollen Tag und ganz viel Freude. Viel Spaß. Gutes Erleben. Dann auf zum Essen. Yeah, futtern.